So, und weiter geht's und es pisst immer noch. Naja, was soll's. Wir werden mal eine kleine Treppe hier reinbauen, um immer weiterzukommen. Und uns dann in den Schutz begeben. Autsch, das war klar. Gut, okay. Und ja, setzen wir mal eine Treppe her. Gut, und dann können wir hier in Zukunft hier auch ein bisschen rauf und runter, ohne dabei halber zu verrecken. Jo, ich setze mal eine Treppe her. Hast du noch Stufen einstecken zufällig? Dann könnten wir das Ganze gleich umbauen. Okay, oh shit. Das ist auch wieder knapp. Aber ich glaube, ich sollte das lieber ein bisschen gleich absichern, sonst fallen wir vielleicht noch runter. Also ich werde ein bisschen ausbauen und absichern. Wenn wir schon dabei sind, machen wir den Boden gleich richtig. So, da fehlt noch. Ja, hier. Genau, machen wir hier noch ein bisschen Licht rein. Und zack. Sehr schön, danke dir. Und dann könnten wir. Ja, ich glaube, sinnvollste ist, ich hole mir noch ein bisschen Stein. Und dann können wir vorne gleich ein bisschen ausbauen. Das war klar. So ein Mist. Ich will nicht reinstecken. Und mal runterbringen. Zur Sicherheit über das Werkzeug nehmen. Mal wieder kaputt. Und die Kiste stellen wir auch mal runter. Wollen die jetzt mal deswegen aufmarschieren. So, was jetzt mit beide. So, dann machen wir uns mal eine neue Spitzhacke. Das reicht ja gerade für eine noch. Und dann geht's weiter. Da vorne war ich, jawohl. Also, Steinchen her. Okay. Okay. Hier bin ich auch schon wieder draußen. So, bevor ich da noch rausplumps. Okay. Und ein bisschen begradigen alles. Ja, den Fußboden können wir dann auch noch machen. Mal überlegen, wo wir den hinmachen. In welcher Höhe. Ich glaube, wir machen hier vorne noch ein bisschen Platz. Den Raum könnten wir gleich ein bisschen vergrößern. Dann können wir den ja nochmal auskleiden. Okay. Gut. Ach, so wie es ausschaut, machst du schon die Treppe nach unten. Alles klar. Sehr gut. Wenn der Unglückser auf Besuch kommt. Okay. Wow. Das ist echt eine Wühlmaus. Ja, mal aufpassen, dass ich nicht reinfall. Servus. So, also, lasst uns mal da vorne weitermachen. Gut. Ich schließe jetzt mal hier oben den Rest der Mauer noch zu und den ist hier wenigstens mal absturzsicher. Dann machen wir mal zu, wenn ich da noch reinfalle. So, ich höre gerade, dass sein Headset ist fertig geladen, das heißt, wir switchen jetzt gleich um. Dazu mache ich hier jetzt mal eine kleine Unterbrechung und dann hört ihr uns gleich beide und wir machen ein Let's Play Together draus. So, also bis gleich.
So, hi Leute, jetzt geht's wieder weiter. Unser Dach ist fertig. Ich habe die Mauer drumherum gesetzt. Ja, Stallag baut weiter unten am Keller rum. Und ja, ich würde sagen, machen wir einfach mal weiter. Jo, gut. Wie weit bist du denn schon gekommen? Wo ist Tief. er? Tief. Oh, cool. Wendeltreppe auch schon drin. Ich breche zusammen. Absolut genial. Wieso setzt du Bäume? Ne, ich sag jetzt nichts. Ja, irgendwo müssen wir Holz herbekommen. Ja, ist gut, ja. Ist egal. Na, dann fange ich mal an, unseren ersten Stock unten ein bisschen, ja, zu enterden, nennen wir es mal. Ich sollte vielleicht dann mal ein paar Fackeln noch machen. Dafür ein bisschen mehr Licht sorgen, ne, dass uns die Viecher hier drin spawnen. Auch nicht so toll. So. Es war klar. Ich brauche unbedingt Eisen. Dann kann ich mir später wenigstens mal eine Eisenschaufel bauen. So, wenn du noch Steine übrig hast, könnte ich gebrauchen. Genug. Moment, ich komme gleich. Ja, passt. Ach Quatsch, mach ich davon Quatsch. So, erstmal Stöckchen bauen. Und eine neue Steinschaufel. Dann können es weitergehen mit dem Ausbau. Mist. Na, setzen wir es einfach mal daher. Vorsicht hier am Rand, ich habe die Mauer weggerissen, sonst macht's plumps. Und hier gibt's keinen Pfannkuchenerfolg dafür. Nicht zu Da, glauben. bitte. Stein, Stein, Stein. Also für alle, die das nicht kennen, bei Battlefield gab es einen neuen Erfolg, der hieß Pfannkuchen oder heißt Pfannkuchen. Und da musst du, wie hoch war das? 200 Meter. Genau, 200 Meter aus dem Himmel dich fallen lassen, ohne Fallschirm auf den Boden aufflatschen, dann bekommst du den Pfannkuchenerfolg. Unglaublich, aber Exakt, und ich hab's gelassen. wahr. Ja, ich hab's natürlich gleich mal nachgemacht, ist ja ganz klar. So ein Schwachsinn muss man ja unbedingt mitmachen. Endlich. Ja, sonst wäre es langweilig. Hier ist mehr Nacht wie Tag. Jo, jetzt wäre ich fast da runtergeplumpst. So, ich fange mal. Obwohl, da könnte ich den Boden wenigstens gleich reinmachen, wie ich schon dabei bin. Oh, verdammt. Ich glaube, ich habe das ein bisschen zu niedrig angesetzt. Ja, ich glaube, 5 Felder hohe Decke brauchen wir nicht, oder? Nicht zwangsläufig. Fackel. Jetzt haben wir da lieber noch ein bisschen was her. Sicher ist sicher. Ja, wollen wir nicht einfach vielleicht so eine Art Garten da nochmal nebendran anbauen? Mir egal. Weil wir müssten ja auch dann. Ja, ich sag mal ein bisschen was anpflanzen, weil so langsam was hier kriegt Kohldampf. Hab doch im Ofen Fleisch raus. Stimmt, da war ja was. Nur gut, aber trotzdem. Ich habe ein bisschen Saatgut gefunden, das könnte man dann trotzdem mal einsetzen, wenn man es schon hat. Ich habe die passende Hake dazu. Perfekt. Also wenn, ne? Ja, passt. Mal gucken, wo wir das Ding ansetzen. Der Treppe soll das jetzt auch vorsichtig sein, wenn du nach oben gehst, weil auch die Mauer habe ich weggerissen, sonst macht's Pech.
Ach so. Ich mache jetzt hier erstmal Platz und dann setze ich die Mauern, oder besser gesagt erstmal Boden ein. Aber ich glaube, ich fange mit dem Boden an, weil wenn ich mir das jetzt so anschaue, das ist definitiv zu hoch. Oder machen wir einen Rittersold raus? Hätte was für sich dazu. Ja, dann könnte ich mir einen schönen Thron hinbauen. Ach ja, er ist so hoch in der Luft, weißt du, ist luftdünn, da wird man größenwahnsinnig, kennst du ja. Ja, ja, das. Du musst ziemlich weit oben wohnen, habe ich auch das Gefühl, ja. Ja, klar. Weiß doch. Von oben spuckt sich schöner. Mhm. Bei meinem Glück fall ich sowieso gleich runter. Denkbar wär's. Ja, dann merkst du halt, wo ich hinfall. Ganz tief. Ganz tief fällt er. Eventuell, ja. Mist. Schon wieder. Ja. Diese Scheißdinger halten nichts aus. Ah. Dankeschön. Weiter geht's. Ist das Erde? Ah, die Schaufel weg. Sehr schön. Ich soll vielleicht dann doch langsam im Boden anfangen, ne? Weil hier wird es jetzt langsam gefährlich für mich. Weil wenn ich über Kopf arbeite, ja, fliege ich meistens runter. Ja. Ach, Mist. Und wieder daneben. Ups, fast. Ja, ich glaube, ich halte jetzt mal lieber die Shift-Taste fest. Ja, glaube ich. Nur wenn ich nur mal einen Zaum her schmeiß. There you go. Die, wo ich vorhin gesetzt habe. Ja klar. Hehe, was da, wo ich die gefunden habe. Ach, verdammt. Jetzt fällt mir der Stein natürlich runter, war ja klar. Wo zur Hölle baust du den Samen jetzt an? Einfach mal da oben. Da, oh, wir haben einen Baum. Wir haben Zombie. Wir haben Baum, habe ich gesagt. Im Haus, oder? Ja. Ah. Naja, was soll's. Komm, wir wegs abbauen. Unter mir stöhnt's. Der Fußboden stöhnt mich an, sozusagen. Jeder hat so sein Vorlieben. Ja, bitte. Eine Vorliebe, es war eine eigentliche Feststellung, aber egal. Ja, manchmal stehen der Boden, also er quält's, ne? Ein hohles Geschmack ist schon wieder. Du bist ja doch gleich wieder heimisch. Ja. Ja, ja. Nun gut. Tja. Dann setzen wir uns wieder auf drei Felder, hätte ich gesagt, oder? Deckenhöhe, was meinst du? Oder gehen wir höher? Oder lassen wir es jetzt einfach, wie es ist. Ja, Bumbel, ne? Ach, gut. Ja, bin ich mal gespannt, was hier noch für abstrakte Häuser in Zukunft entstehen. Ja, oder wie viele stehen bleiben. Ja. Meinst du das jetzt wieder? Na, weiß ich nicht, was für Spaßvögel kommen. Wo wir zu leben? Ja. Nach dem Motto, no risk, no fun. Ja. Besuch? Hm. Wo versteckt er sich, der Vogel? Hast du jetzt wieder entdeckt? Ein Creeper. Na super. Dauert es ja nicht mehr lang. Stalag und Creeper ist eine ganz